Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute steht die Entscheidung fest und zwar durftet ihr am Mittwoch aussuchen, also eher entscheiden, abstimmen, welches Video heute kommen wird und das habt ihr auch super gemacht. Also, what the fuck, die ganzen Kommentare waren einfach voller Hashtag Morgenroutine, was ich mir auch schon ein bisschen denken konnte, aber jetzt kommt's. Also wirklich, die Kommentare waren wirklich voll damit, aber ich muss euch leider enttäuschen, die gerne eine Morgenroutine sehen wollten oder wollen. Leider haben die Daumen hoch gewonnen, also das Video, das Thema ist peinliche Fragen und so. Und ja, die haben leider gewonnen. Tut mir leid für die, die gerne Real Talk haben wollten oder Morgenroutine. Nur ich muss leider fair bleiben und deswegen tut es mir sehr leid. Seid mir bitte nicht böse, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Morgenroutine oder ein Real Talk. Real Talk hatten wir ja schon zweimal, glaube ich. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht so lange reden oder diskutieren. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach mit dem Video an. Ich schaue mal, was für Fragen ihr mir jetzt gestellt habt und ich bin echt gespannt. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Ja, ich bin sehr gespannt, was für Fragen kommen werden. Also ich habe schon die eine oder andere Frage gesehen, wo ich mir so dachte, ihr seid verrückt. Ihr seid richtig verrückt. Sophie Redai. Sorry, wenn ich die Namen falsch ausspreche, nimmt mir das bitte nicht böse. Hat gefragt, hast du oder musstest du mal einen Porno gucken? Sorry für die Frage, hab dich lieb. Ja. Ich habe ja gesagt, ihr sollt mir peinliche Fragen stellen. Also natürlich solltet ihr jetzt nicht die perversesten Fragen aller Zeiten stellen. Das haben viele leider jetzt getan haben. Naja, ist auch nicht schlimm. Ja, ich bin ehrlich, ja. Nils-Reuschel fragt, würdest du dir wegen deinem Freund deine Brüste vergrößern lassen? PS, du bist voll hübsch und dein Bauchnabel-Piercing passt voll zu dir. Dankeschön! Wegen meinem Freund meine Brüste größer machen lassen? Auf gar keinen Fall. Ich würde nichts an mir ändern lassen, nur weil mein Partner das möchte. Auf gar keinen Fall, geht gar nicht für mich. Aber ich würde nie was an mir ändern lassen für einen Mann, also für meinen Partner, auf gar keinen Fall. Entweder man nimmt mich so, wie ich bin. Oder gar nicht, ganz einfach, ne? Jona-Küpper fragt, kannst du dir vorstellen, was mit einem Mädchen anzufangen? Beispielsweise eine Nacht. Oi, das ist gar nicht so eine schlechte Frage. Mit einem Mädchen? Boah, das ist echt schwer, weil ich stehe halt null auf Mädchen, ne? Also ich sag mal so, es wäre vielleicht mal interessant, ne? Aber ich habe jetzt nicht das Verlangen oder so danach. Nein. Also ich stehe, wenn schon, eher auf Jungs, aber... Also ich denke, jedes Mädchen hat vielleicht mal mit der besten Freundin mal rumgeknutscht, um zu gucken, wie es ist. Auch ich bin ehrlich, aber so jetzt so intime Sachen... Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie, ne. Oh Gott. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich ja irgendwann mal meine Meinung. Man kann nie wissen. Ich sag immer, sag niemals nie. Aber jetzt in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, nein. Leider kann ich das hier nicht lesen, weil da steht LXSX-Singer. Was ist das Peinlichste, was dir jemals mit einem Junge passiert ist? Ich liebe dich und kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße dich und ich liebe dich auch. Das Peinlichste, was mir mit einem Junge passiert ist. Ich weiß nicht, ich finde, das Allerschlimmste, was ich finde, ist, wenn man sich zum ersten Mal trifft. Weil man macht einfach immer Sachen, die man nicht gerne machen möchte. Man blamiert sich einfach und man denkt immer so, scheiße, ey. Und das Peinlichste... Ich finde, das Peinlichste ist, wenn man zum ersten Date Döner essen geht. Also ich war einmal mit einem Junge Döner essen. Also ich finde, wenn man zu lange zusammen ist, ist das scheißegal. So. Aber so beim ersten Date, so bei der Kennenlernphase, ist das schon ein bisschen peinlich. Ja, dann hängt da so der Tzatziki und man hat Mundgeruch danach und man fühlt sich voll so... Laura.tj fragt, was war dein peinlichstes Erlebnis in deiner Schulzeit? PS, kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße dich, Laura. Mein peinlichstes...
Mein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit. Boah, das ist immer so schwer, ne? Oh mein Gott, ja. Okay, ich weiß. Also ich bin der größte Tollpatsch. Ey, ohne Witz, Leute, ich bin wirklich... Mich kann manchmal gar keiner toppen. Ich weiß nicht, was mit mir manchmal los ist. Auf jeden Fall, viele wissen, ich habe Angst vor Bälle. Und ich habe mich immer in der Schule geweigert, Sport zu machen, weil unser Lehrer immer Fußball spielen wollte. Und ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ich habe mich dagegen geweigert, wirklich jetzt. Ich habe diskutiert bis zum geht nicht mehr. Ich war immer ein kleiner Tico manchmal, ne? Nein, aber ich habe immer zu ihm gesagt, ich spiele auf gar keinen Fall Fußball, weil ich einfach so Schiss habe vor diesem blöden Ball, ne? Ehrlich, ey, boah, wenn ich Ball spiele, ich habe keinen Bock auf Ball spielen. Weil immer, wirklich immer, wenn denn einer ins Gesicht bekommt, dann bin das ich. Ehrlich, und ich bekomme immer ins Gesicht. Entweder geworfen ins Gesicht oder genau, oder hier, ich knick mir den Finger ein. Kennt ihr das, wenn der Ball so, und dann, oh, das tut so weh. Nee, ich bin einmal vom Lederball getroffen worden ins Gesicht. Und das war mir schon ein bisschen peinlich. Ich bin dann auch umgekippt direkt und wurde dann wach und denke mir so, oh. Also es war schon echt ein bisschen peinlich so. Alle haben auch gelacht. Lustig. Holla-Brisk fragt, das wird eine komische Frage. Haben deine Eltern dich erwischt, wo du dein Geschäft gemacht hast? Und kannst du mich grüßen, Samma? Samma, ich grüße dich. Erwischt, wo ich mein Geschäft gemacht habe? Wie kommt man denn auf solche Fragen? Könnt ihr mir das mal erklären? Ihr fragt Fragen? Nee. Ich habe immer die Tür also ich schließe immer die Tür ab, wenn ich auf Toilette gehe. Außer, bin ich ehrlich, wenn ich zu Hause bin, ich muss kurz Pipi, dann lasse ich kurz auf, weil das sind nur ein paar Sekunden, dann stehe ich wieder auf. Aber so, wenn ich mein... Oh Gott, das hört sich so doof an, wenn ich davon rede. Aber wenn ich mein Geschäft mache, dann schließe ich die Tür natürlich ab. Deswegen kann mich keiner erwischen. Singer Top Secret fragt, bist du schon mal nackt rumgetanzt im Zimmer aus Something Like This? Ja klar, wenn ich mich umziehe, höre ich mich, also wenn ich mich fertig mache generell, dann höre ich immer Musik. Und dann, wenn ich mich umziehe, dann... Ja, you know. Ja, habe ich. So Leute, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Es gab zwar mehr Fragen, aber die waren ein bisschen zu krass, das will ich einfach nicht beantworten. Ihr könnt mir gerne unangenehme Fragen stellen, die auch etwas pervers sind, aber nicht diese zu krassen, also standen Fragen, wo ich mir so am Kopf packe und denke so, hey, chill mal jetzt so. Ne? Ja, aber ich habe versucht, jetzt die meisten Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ich meine Kommentare, ich muss da die ganze Zeit suchen, dass ich da irgendwas finde, weil die meisten waren schon voll oben und viele haben das dann nicht mitbekommen auf Instagram. Und ja, deswegen, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und vielleicht könnt ihr jetzt auch offener mit dem Thema unangenehm, peinlich umgehen. Ihr braucht euch für nichts zu schämen, weil jeder hat irgendwie was erlebt, was nicht wirklich toll ist, sage ich mal, oder was einem unangenehm ist. Deswegen sollten wir alle sehr offen mit sowas umgehen, finde ich. Und ja, weil kein Mensch ist perfekt. Keiner. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!